viel Flieger aufgepasst. Macht Fliegen krank? Es gibt neue Studien, die das bejahen. Für Flugpersonal und auch für Passagiere. Es geht um Nervengift in der Flugkabine. Manch einer kennt den Geruch vielleicht, so eine Mischung aus Triebwerksöl und schmutzigen Socken. Das klingt komisch, ist aber durchaus ernst zu nehmen, wie das Beispiel zeigt, das Katharina Braun jetzt hat. Es war sein Traumjob, Pilot bei der Lufthansa-Tochter Cityline. Doch Ari Adriansen darf nicht mehr fliegen, weil er ernsthaft erkrankte. Es waren Beschwerden wie Müdigkeit und Kopfschmerzen. Und andererseits hatte ich Herzrhythmusstörungen, auch neurologische Probleme wie Kurzzeitgedächtnisstörungen, kompletten Geschmackverlust und kontinuierliches Muskelzucken. Ari Adriansen leidet an Störungen des autonomen Nervensystems aufgrund kontaminierter Kabinenluft. So haben es ihm Neurologen bescheinigt. In modernen Flugzeugen wird die Frischluft direkt am Triebwerk abgezapft und in die Kabine geleitet, ohne Filter. So kann das Nervengift TCP, das beim Verbrennen von Triebwerköl freigesetzt wird, in die Atemluft gelangen. Eine Gefahr für Passagiere und vor allem für das Flugpersonal, das diesen Dämpfen immer wieder ausgesetzt ist. Das haben Wissenschaftler jetzt in mehreren internationalen Studien nachgewiesen. Die Studien sagen, dass es ein großes Flugsicherheitsproblem gibt und es ist ein echtes Gesundheitsproblem. Niemand sollte diese Dämpfe einatmen. Auf Initiative der Grünen diskutierten heute im Bundestag Experten und Vertreter von Piloten und Luftverkehrswirtschaft über die Problematik. Man kam zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir sehen, dass die Fluggesellschaften das Thema nicht ausreichend in der Vergangenheit bearbeitet haben, dass sie jetzt durch die Presseberichterstattung, auch durch unsere Arbeit hier aufgeschreckt wurden und jetzt plötzlich anfangen, was zu machen. Es ist noch einmal festgestellt worden, dass die staatliche europäische Aufsichtsbehörde zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch klar dargestellt hat, es gibt keinen nachweisbaren Beleg dafür, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Thema Kabinenluft und Gesundheitssymptomen. Diesen Standpunkt vertritt auch die Lufthansa Cityline im Fall von Ari Adriansen. Und so hat er bis heute keine Entschädigung bekommen. Angestellt ist er noch, doch ohne Aufgabe, ohne Gehalt. Sein Traum vom Fliegen ist zerplatzt.